Heute, kurz vor Heiligabend, möchte die Weihnachtsfrau noch ein paar Grußkarten mit einem Kugelschreiber schreiben. Aber halt! Der Kugelschreiber ist ja viel länger als breit. Spielt das eine Rolle bei Rotationen des Kugelschreibers? Sie misst etwa einen halben Meter Nähgarn, knotet das Ende an den Kugelschreiber und lässt ihn vertikal runterhängen. Dann bringt sie den Kugelschreiber durch kreisende Handbewegungen in eine schnelle Rotation. Was beobachtet sie? A. Der Kugelschreiber richtet sich vertikal aus und dreht sich um seine eigene Achse. B. Der Kugelschreiber richtet sich vertikal aus und dreht sich in 10 bis 20 cm Abstand um eine vertikale Drehachse. C. Der Kugelschreiber richtet sich horizontal aus und dreht sich um eine vertikale Drehachse durch seinen Mittelpunkt. D. Der Kugelschreiber richtet sich horizontal aus und dreht sich in 10 bis 20 cm Abstand um eine vertikale Drehachse.